Jo, Leute, und seid herzlich willkommen zu aller ersten Aufnahme von dem Spiel Clickerius. Ja, eines meiner Lieblingsspiele neben Minecraft. Und ja, das ist jetzt mal so ein erster Versuch. Ich will mal wissen, wie das so bei euch ankommt, das Spiel. Und ja, ich nenne es hier alles direkt mit Open Broadcast einfach, weil es damit einfach extrem einfach geht. Und es ist mir ganz wichtig, einfach mal an alle. Ich werde Clickerius nicht auf YouTube bringen. Ich werde es nicht auf YouTube zocken mit euch, für euch, falls ihr das nicht wollt. Ja. Ich persönlich finde es ein sehr, sehr geiles Spiel. Ich kenne es jetzt schon seit bald einem Jahr oder so und ich spiele das einfach immer nebenbei. Ich habe das immer nebenbei offen. Das Spiel, also es ist einfach ein Game, was man offen haben muss, um es zu zocken in dem Sinn. Und ja, ihr seht ja aktuell mein aktueller Spielstand. Ich bin auch sehr, sehr weit, wie man oben sieht, Level 1631. Das ist auch meine Highest Zone ever im Moment. Und ja, ich zocke jetzt einfach ein bisschen da. Also gut, ich finde, zocken gibt es eigentlich gar nicht, weil im Moment bin ich ja sehr weit. Ich bin mir auf jeden Fall sicher, es gibt hier viele Leute, die dieses Spiel nicht kennen und die es vielleicht kennen werden wollen, oder ja, kennenlernen wollen. Auf jeden Fall, es ist ein Spiel, was meiner Meinung nach ziemlich süchtig machen kann. Wenn man mal begriffen hat, wie es funktioniert. Und jetzt ist einfach meine Frage. Ich habe diesen Spielstand, wo ich aktuell dran bin. Da kann ich auch mal schnell gucken. Ich spiele hier seit 223 Tagen. Seit 223 Tagen spiele ich an diesem Game hier. Ja, also für 223 Tagen habe ich begonnen, dieses Spiel zu zocken. Und jetzt ist einfach meine Frage. Soll ich einfach hier weitermachen mit euch? Oder sollen wir gemeinsam, also ich meine, am Ende bin ja eh ich der, der zockt, aber soll ich einfach hiermit weitermachen oder soll ich einfach von null beginnen und dann halt wirklich Schritt für Schritt alles erklären, wie man halt weiterkommt, so ein paar Tipps und Tricks und so weiter. Kann ich euch alles geben? Und das ist dann echt einfach meine Frage. Soll ich von null beginnen oder hier weitermachen? Und wollt ihr das Spiel überhaupt sehen? Das wäre so meine Frage. Ich werde auf jeden Fall mal gucken, wie es ankommt. Ich bin sehr, sehr gespannt. Ich wäre froh um einige Stimmen oder Kommentare. Ja, würde mich echt freuen darüber. Und wie gesagt, das ist jetzt auch nicht nur professionell aufgenommen. Das Spiel gibt es übrigens auch bei Steam, nur mal so. Oder auf clickoheroes.com kann es auch spielen. Steht wahrscheinlich auch in der Beschreibung der Link dazu, falls ihr es euch ansehen wollt. Ich kann es auf jeden Fall empfehlen. Und ja, ich würde sagen, dann für die Leute, die es halt damit schon etwas auskennen, für die spiele ich jetzt einfach eine Runde. Wie gesagt, ich bin Level 1631 und ich habe noch ein paar neue Guilds bekommen. Die öffnen jetzt mal am Main Top, okay. Betty Clicker. Ah, ich habe vier Guilds oder so. Oder wie viele sind das? Ja, vier. Okay, das ist nice. So, einen der neuer gekriegt. Gut, und wenn ich jetzt es senden würde, das heißt die Welt neu starten, ja, einfach für die Leute, die es halt, schon wissen, dann kriege ich hier 82.767 Hero Souls. Und das mache ich auch direkt mal. So, Ascension gemacht. Und jetzt werden erstmal die Guilds, die wir bekommen haben, verschieben. Und zwar werde ich die alle mal auf. Ich werde mal so zwei hier drauf klatschen und den Rest mal hier drauf kriegen. Mal sehen, was geht. Jo, okay. Jetzt haben wir 11 auf Atlas und 152 Guilds auf Dalo. Und ja, jetzt haben wir noch 81.000 Hero Souls. War übrigens die größte Essenz, die ich jetzt jemals gemacht habe. Und jetzt schauen wir mal, in was wir das investieren. Es gibt natürlich auch Calculator, die einem das zum Beispiel sagen, worin man investieren soll. Aber ich mache das immer so ein bisschen mit Bauchgefühl. So, da hat es auf jeden Fall gelohnt. Ich würde sagen, hier klatsche ich noch ein bisschen rein. Und den Rest hier in Treasure Chests. So, jetzt haben wir noch 42 Hero Souls, die können wir hier reinmachen. Gut, und dann haben wir auch schon wieder 0 Hero Souls und können dementsprechend wieder von null beginnen. Also gut, wir können jetzt hier mal gucken. Wir haben jetzt, oh, und so wie es aussieht, scheint es ein Update gegeben zu haben bei Clicker Heroes. Denn das hier oben, das Coming Soon, ist hier weg. Egal. Also gut, wir sollen jetzt mehr Hero Souls bekommen, auf jeden Fall. Ein bisschen mehr Damage machen und vor allem mehr Gold kriegen. Dann auch, also von Treasure Chest, da haben wir investiert drin. Gut, ich mache das mal aus und ich kaufe mir den hier direkt. Zack, ja, läuft. Und dann mache ich hier immer so meinen Run halt am Anfang. Zack. So. Erstmal von allen 100 kaufen. Weil man sieht jetzt schon, es läuft alles automatisch. Ich habe bei Stufe 50 begonnen.
Ich habe auch durch einen Hero gekauft, also nicht durch einen Ancient, sagt man denen. Genau. Also eben, wie gesagt, wenn jetzt hier Leute unter euch sind, die einfach wirklich nur Bahnhof verstehen, die überhaupt keine Ahnung haben, von was ich rede, dann ja, schreibt mir einfach in die Kommentare, wollt ihr halt das von neu beginnen und dann alles echt auch Schritt für Schritt erkläre oder ob ich einfach weitermachen soll. Also ich wäre auf jeden Fall offen für beides. Ich werde diese Welt hier, wo ich, oder dieser Spielplan, wo ich aktuell dran bin, sowieso weiterspielen, egal was passiert. Aber ich könnte dann einfach in dem Fall, falls ihr wirklich wissen wollt, wie man von Anfang an so beginnt, könnte ich halt dann einfach einen zweiten Spielstand anfangen für mich und da dann zocken. Oder ja, eben mit euch. Oder auch euch halt so viel wie möglich auch Zeit nehmen, so ein paar Tipps und Tricks und so weitergeben. Und ja, die Aufnahme dauert jetzt 6 Minuten circa. Und ja, jetzt läuft das Ganze an dir durch, bis ich irgendwie wieder 50, 60.000 Hero Souls habe und dann ascende ich halt wieder und das geht dann immer so weiter und die. Ich könnte ja auch immer noch ein paar Ancients spawnen lassen. Ich habe ja noch nicht ganz alle gespawnt. Vor allem die, ich glaube, ich habe alle gespawnt, bis auf die, die dann so einfach zwei oder halt diese Skills halt verlängern in dem Sinn. Weil ich finde, die braucht man gar nicht mal unbedingt, weil ich lasse das Spiel idlen. Also idlen heißt einfach laufen im Hintergrund und ich spiele es ja nicht aktiv und deshalb habe ich das halt nicht gekauft zum Beispiel. Aber ja, wie gesagt, ich bin auf euch angewiesen. In diesem Moment oder jetzt einfach, wenn ihr, also ihr könnt es im Prinzip bestimmen. Wenn ihr das Spiel sehen wollt, dann müsst ihr es in die Kommentare schreiben oder einfach eine positive Wertung da lassen. Und wenn ihr das Spiel nicht sehen wollt oder wenn ihr einfach sagt, jo Multi, ich habe dich abonniert gegen Minecraft, ich schaue bei dir Minecraft, der Rest interessiert mich nicht, dann kann ich das auf jeden Fall verstehen. Na? Aber ich würde einfach gerne so ein kleines Feedback von euch haben, auch eben falls ihr das Spiel sehen wollt, ob ich von null beginnen soll oder ob das ansonsten so für euch okay ist, weil wenn das Spiel niemand sehen will, dann muss ich es auch nicht unbedingt bringen. Aber ich, wie gesagt, ich bin auf euch angewiesen, ich würde mich über Feedback freuen und ja, wie gesagt, auch wenn ihr nur ein Like schon da lässt, das wird mir auch auf jeden Fall Motivation geben, das Spiel für euch zu bringen oder ja, halt auch mit euch ein bisschen drüber zu labern, weil man kann echt gut Themen ansprechen, während Clicker Heroes, weil man sieht jetzt, das läuft durch und ich muss fast nichts sagen im Moment. Ich muss dann später schon auch wieder eingreifen ins Spiel, aber jetzt ist das ganz chillig auf jeden Fall. Und ja, das kann dann auch sein, falls man ab und zu ein Info-Video oder sowas kommt, dann kann man da auch gut in den Clicker Heroes Gameplay dahinter reinstellen. Aber ja, wie gesagt, wenn jemand nichts versteht vom Spiel, jetzt ist die Chance, etwas über das Spiel zu erfahren, weil, oh Spaß, das Spiel muss man kennen. Sogar Cheat Time spielen das Spiel ja mittlerweile. Also Gamers Time TV, wer nicht kennt. Auch nicht sicher im Stream, aber ich habe es auch schon im Stream gespielt zum Beispiel. Aber er hat gesagt, er spielt es halt auch einfach nebenbei manchmal. Ja. Wie gesagt, ich bin auf eure Rückmeldung gespannt und ja, dann dürft ihr gerne ein Like und ein Abo da lassen, wenn ihr wollt. Und sonst sehen wir uns dann ja bei Minecraft demnächst mal wieder. Macht's gut, Leute, und tschüss.